Moin moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Enrico und ich bin heute euer Pilot. Unser heutiges Ziel ist die App PlaySpot. PlaySpot ist eine App, wo man spielend Coins verdient. Und diese Coins kann man dann in Echtwährung eintauschen oder in Gutscheine. Das zeige ich euch jetzt. Willkommen bei PlaySpot. Hier oben links diesen Stern, das ist der Rang. Mein Level ist momentan Master. Die Levels haben nicht allzu viel zu sagen, außer dass man dann mal andere Angebote bekommt, andere Spiele, die man testen kann für Coins. In der Mitte haben wir den momentanen Kontostand und den Button Auszahlen. Auszahlen geht ab 20.000 Coins. Hier entweder über PayPal oder über Amazon oder per Banküberweisung. Das ist mir jetzt neu. Und auch über Google Play Gutscheine. Schön, haben sie erweitert. Okay, dann haben wir oben rechts auf der Seite die drei Punkte. Hier haben wir einmal nochmal aktualisieren. Kontaktiere uns. Da kommt man dann, beziehungsweise da kann man dann eine E-Mail schreiben. Terms of Service, da kommt man auf die Internetseite. Und fehlen die Coins? Fragezeichen. Dann steht alles weitere hier. Gut, dann haben wir hier die ganzen Spiele, die man spielen kann. Rechts ist der Button Play and Earn. Das heißt spielen und diese Coins verdienen. So, hier kann ich zum Beispiel Spiele weiter, um mehr Geld zu verdienen. Je mehr du spielst, desto mehr verdienst du. Ja, das ist, was ich so mitgekriegt habe. Ein zweischneidiges Schwert. Ja, je mehr man spielt, desto mehr Coins kann man verdienen. Nur habe ich mitgekriegt, dass je länger man spielt und je weiter man bei diesem Spiel im Level steigt, desto weniger Coins erhält man. Gut, wir werden uns jetzt mal ein Spiel raussuchen. Nehmen wir mal Slide Blocks. So, downloaden und spielen. Installieren und dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. So, momentaner Kontostand 13.378. So, auf Spielen. Hier auf jeden Fall Awesome I Support Set aufklicken, ansonsten funktioniert es nicht. Also das war, als ich damit angefangen habe, war das definitiv mehr. Ich habe das auch mal getestet mit einem anderen Spiel. Da gab es dann auch mal ein paar mehr Punkte. Also ist das, so wie ich das bis jetzt mitgekriegt habe, auch abhängig von dem Spiel selbst. Also sollte man dann schauen, was für Spiele man spielt und ob das dann auch Sinn macht, dass man dann nur zwei Coins kriegt statt sechs oder acht. Gut. Dann werden wir das Spiel mal beenden. So, hier ist die ganze Leiste mit den ganzen Spielen, die man nehmen, machen kann. Hier haben wir Coins für Angebote, schnelles Geld. Da muss ich noch was beenden. Und hier sieht man es dann, Guns of Glory, 16.393 Coins. Hier auch schwer, schwer, schwer. Eine kurze Umfrage, keine Anmeldung erforderlich. Okay, DM-Geschenkkarte. Da hat man die kriegt, dass man bei so einem Geschenkkarten oder generell Geschenke dann sich irgendwo registrieren muss. Dann kriegt man Werbung, wird angerufen etc. Zum Beispiel bei Gewinnspielen ist das dann auch so. Aha. Was haben wir hier? Angebotestatus. Die zwei habe ich noch offen. Dann können wir auf das X wieder klicken. Dann können wir uns ein Video anschauen.
Da erhält man 10 Coins für das Video und alle 2,5 Minuten kann man sich ein weiteres anschauen. So, Fazit zu der App. Es dauert eine ganze Weile. Ich bin jetzt seit anderthalb bis 2 Monaten dabei, spiele ab und zu. Hab's die erste Zeit lang intensiv gemacht, deshalb konnte ich dann auf 13.000 hochgehen. Hab zwischendurch eins, zwei Aufgaben gemacht, wo man mehrere hundert Coins kriegt, wenn man die Aufgabe erfüllt. Hauptsächlich aber durch Spiele spielen und Coins verdienen. Nun habt ihr ja gesehen, dass dieses Coins verdienen mal recht, mal schlecht ist. Mal kriegt man innerhalb von ein paar Sekunden 8 Coins. Was ich erlebt habe, wiederum nur zwei, wie ihr gesehen habt. Nun ist es natürlich so, dass je öfter ihr das Spiel spielt, desto weniger Coins erhaltet ihr. Was nicht gerade toll ist. Aber gut, so ist das System. Des Weiteren, die Videos, wo ihr 10 Coins bekommt pro Video, die sind etwa, je nachdem, so 20, 30 Sekunden lang. Muss jeder selbst entscheiden, ob er das gerne möchte. Dann wartet ihr 2,5 Minuten, könnt das zweite Video angucken. Im Prinzip kann man damit kein Geld verdienen. Das ist dann wirklich bloß für Leute, die viel und oft verschiedene Spiele-Apps ausprobieren und einfach mal antesten und Spaß daran haben. Ja, das ist wirklich bloß Geld für zwischendurch. Und wenn man schon so ein Hobby hat und da gerne viel spielt, weil man viel unterwegs ist, etc., dann kann man da sich nebenbei irgendwann mal seine 20 € wie auch immer abholen. Ansonsten ist das nichts zum Geld zu verdienen. Gut, meine momentane Wertung, dadurch, dass es jetzt das System, ich sag mal, schwieriger wird, die Coins zu verdienen. Und dadurch, dass jetzt auch in diesen Spieletests mit diesen festgesetzten Coins da natürlich noch Sachen hinzugekommen sind, wie dass man eine Deadline hat, das heißt jetzt 12 oder 15 Tage hat man Zeit, um das zu erreichen, finde ich nicht so toll. Da stellt euch mal vor, ihr macht, 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 kommt aber nicht voran. Kenne ich zum Beispiel so eine Spiele und das dauert ewig. Das dauert einfach nur ewig, das zieht sich wie ein Kaugummi. Man verliert einfach dann mal die Lust daran. Und wenn da in der Beschreibung drin steht, ihr habt 15 Tage Zeit. Und ich schaffe das erst nach 16 Tagen. Ist natürlich, das ist bitter. Ja, also ihr habt dann 15 Tage gezockt und die Aufgabe nicht erfüllt. Oder im schlimmsten Fall natürlich, ihr wollt das zwar abschließen, müsst dann aber Ingame-Währung kaufen, beziehungsweise ihr müsst echt Geld in der Hand nehmen, damit ihr es überhaupt schafft. Und ob sich das dann nun wirklich rechnet und ob sich das lohnt, na, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ansonsten funktioniert das. Ich hatte das auch mal gehabt, da war meine Auszahlung, hat ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt. Im Endeffekt kann ich nur sagen, 3,5 von 5 Sterne. Vor einem Monat hätte ich dem Spiel noch 4 bis 4,5 gegeben, aber dadurch, dass es schwieriger geworden ist, nur noch 3,5. Das kann sich natürlich jetzt in den nächsten Monaten auch wieder ändern. Dann werde ich dem Spiel wahrscheinlich nur noch 2 oder 1,5 Sterne geben können. Aber ich werde das mal beobachten und dann schauen wir mal weiter. Alles klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Abonniert vor allem den Kanal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis dahin macht's gut. Bis demnächst.